Hab ihn! Ist das ja, Sparta Phoenix! Was, Mann? Ich wusste es! Ich bin größter Fan! Ja! Ja, meine Freunde, im Folgenden präsentiere ich euch jetzt einen Zusammenschnitt, der den gestrigen Abend in einer kleinen Rückblende zeigt. Der liebe Tim hat auf Temolia einen sehr, sehr schönen Arcade-Modus rausgebracht, den ihr unbedingt ausprobieren sollt. Also checkt es auf jeden Fall aus. Der Link zu allen Leuten, die mitgemacht haben und natürlich auch zu Temolia und die IP ist alles in der Beschreibung. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich glaube, der Spielmodus kommt heute sogar raus. Also es lohnt sich echt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Leider Gottes habe ich irgendwie es nicht geschafft, das Ganze vernünftig anzumoderieren oder in eine vernünftige Storyline zu packen. Deshalb werde ich das Ganze jetzt einfach lustig, wie ich bin, mit diesen zwei Händen zu einem cineastischen Meisterwerk schneiden und würde euch bitten, das Ganze jetzt einfach als kleinen Zusammenschnitt zu sehen, der den gestrigen Abend widerspiegelt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Wie gesagt, checkt alle Leute aus, die mit dabei sind. Alles steht in der Beschreibung. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Arcade auf Temolia. Ja, das ist Tonspringen. Ihr müsst in die Wasserlöcher springen. Es gibt große, mittlere und kleine Löcher. Die kleinen bringen mehr Punkte. Oh, kleine Löcher sind viel geiler. Oh Gott. Ich hab direkt das größte Loch genommen. Oh, kleine Löcher sind viel geiler. That's what she said. Oh Mann, Stegi hat doch schon wieder irgendwie geübt, Alter. Ja, genau. Ich bin auch zum ersten Mal. Ja, als ob. Das geschafft. Gib mir gar keine Löcher mehr. Ich, alle Löcher sind weg. Mehr. Warte mal doch, das... Nein! Da kommt das Rage-Kitty wieder. Nein! Smurf, du Arsch! In diesem Spiel müsst ihr einzigartige Items sammeln. Das bedeutet zum Beispiel, ein Holzblock ist ein einzigartiges Item, ein Sandblock, ein Erdblock und alles andere auch. Bin ich auch ein einzigartiges Item? Du auch, ja. Kannst selber aufsammeln. Richtiger Nugget-Mensch. Komm, geh weg! Komm, ich sag mal, was das für Items sind. Weil, achso. Och, du bist ein Hassmensch! Ist ein Erdblock besonders? Ja. Mhm. Ich verstehe es nicht, was alles besonders ist. Alles ist besonders. Also von jedem Item ein Block, genau. Auch wenn du was craftest oder so, dann kannst du richtig viele Sachen nehmen. Alles. Also und muss man sammeln. Auch wenn ich irgendwie was crafte oder nur was ich finde. Alles. Auch wenn du craftest. Alles tun. Wie viel soll man finden? Fünf oder mehr? Oder was? Also viel wie geht. Also so viel. Mann, Mr. Morgan, du Stück Scheiße! Verpiss dich! Nein! Haha. Das ist ein cooles Spiel. Komm. Aber das Ding ist, ich werde es nicht gewinnen. Deshalb finde ich es nicht so schön. Deswegen ist es noch nicht so gut. Und was ist, wenn man stirbt, theoretisch? Dann verlierst du 25% deiner Items. Okay, Sekunde, das mache ich mal eben. Junge. Ich habe ja auch viel zu verlieren. Oh. Komm mal, Gobble. Ja, easy win, Mann. Get wrecked, Stegi. Und jetzt seht ihr, was Veni als Sieger alles hatte. Wow. So ein LOL, Alter. Wie süß das? Junge, ja, alle hassen dich einfach. Du ihn Get aus meinem Leben, Alter. Du hast dich gewonnen. Das ist ein richtiges Faggot-Game, Alter, Tim. So, einfach nach vorne bauen. Tim darf nicht mitspielen, Tim darf nicht mitspielen. Ja, ich hab gar keinen Block. Ihr bekommt Blöcke gespawnt. Ich stand in 3 Sekunden. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ich hab keine Blöcke. Da krieg ich. Hier. Komm mit der Welt. Oh, ich bin direkt runtergefallen. Im Scoreboard seht ihr die Zeit. Und nach Ablauf der Zeit müsst ihr eben so weit möglich gebaut haben. Man sieht halt echt meine Bad Wars-Erfahrung an der Scoreboard-Liste. Ich hab das am Anfang nicht kapiert. Stimmt, Skate. Besser als Venicraft. Kommt hin. Das ist auch nicht schwer. Oh, Scheiße. Was kann halt Venicraft? Tut mir leid. Wer ist Venicraft? So ein Typ von Mütze. Dieser Paloon gewonnen hat. Och, stimm hör auf! Komm, Revi, stimm hör auf! Jetzt komm, stopp hier! Stopp! Och, Mann, oh! Oh, ich hätte nur 2 Blöcke, Alter. Alter. Mann, wieso stehe ich schon wieder besser als ich? Mann, irgendwas ist doch hier wieder falsch gelaufen. Junge. Welcher YouTuber-Skin sich hinter der Statue versteckt? Ich kenn doch also keinen, Alter. Also wehe, da ist meiner nicht dabei. Skin abwerfen. Das ist Stegi. Und müsst ihr den Namen vom YouTuber in Chat schreiben. Doch, ich bin kein Fan. Hab ihn! Ist das ja, Sparta Phoenix! Was, Mann? Ich wusste es! Ich bin größter Fan! Ja! Guck! Dankeschön. Ich guck jedes Video! Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Junge, warum hat er so ein hässliches Holzgesicht? Dachte ich mir auch. Boah, geile Animation. Jetzt kommt Kev. Wer ist das? Wer ist das? Sorry, aber Unge muss doch zählen. Willst du mich verarschen, Unge? Junge, Junge, der sieht einfach, der ist doch warum nicht grün. Warum ist der denn grau? Ja, eben. Der Unge ist doch, grün. Warum bin ich in den Top 3? Schon wieder Stegi vor mir. Ey, Tim, ganz ehrlich. Ja, nee. Guck mal, wie er hier oben thront, Alter. Weiß Oh, das ist so ein Assi-Spiel, Alter. Aber es macht Spaß.
Was muss man machen? Muss man machen? Geht zu den Buttons und da werdet ihr gleich Goldblöcke sehen. Und auf die Buttons vor den Goldblöcken müsst ihr dann draufklicken. Achso, hau den Lukas. Dann ploppt der nächste auf. Lol. Und ihr müsst den wieder antippen. Und immer so weiter. Wer zuerst 64 Klicks hat, gewinnt. Immer auf den Button klicken, wo der goldene Block ist. Nicht auf den Block. Junge, der rastet geradeaus. Ja, ja, das, wenn du dich verklickst. Wenn du ausrastet, dass du irgendwas verkackt hast. Dass du aus dem Block geklickt hast zum Beispiel. Also auf dem Button, ne? Nicht auf dem Button. Unfehlbar. Boah, das ist mies, da muss man auch noch treffen. Lass mich raten. Ey Junge, das ist überhaupt nichts für mich, Mann. Ja, aber ich kenne das Spiel doch schon. Es gibt es doch zu, Alter. Der hat einfach DPI 12.000. Macht's ja schwerer. Low DPI ist hier besser. Nee. Stege kann das. Boah, richtig Deutschland. Der zuckt einfach den Zeigefinger und dann ist er woanders. Ja, als ob ich verkackt. Weißt du, ich fühle mich gerade voll gut. Ach komm, Alter. / Lobby. Imuri eskaliert, Alter, der sitzt nur zu Hause den ganzen Tag. Junge, der macht den ganzen Tag nichts anderes als klicken, Alter. Er ist doch irgendwie so ein Erotik-MMORPG angemeldet, wo es darum geht, möglichst viele Nippel zu berühren oder sowas. Weißt du, immerhin bin ich besser als Tim. Oh, jetzt ist es knapp. Und müssen wir mal gewinnen. Ja, du gewinnst halt gar nicht so schlecht, Alter. Hauptsache besser als Tim mit 4. Aber Hauptsache schlechter als Stigi. Ja, Tim, was hast du da gemacht? Ich kann das nicht gut. Ich kann das nicht gut. Och nein! Hey, das ist das geilste Spiel. Haltet Paluten zurück. Wieso hab ich jetzt einen hier machen? Also, hinstellen auf den weißen Block, dann färbt er sich und neue Blöcke spawnen. Ja, aber was ist die beste Taktik? Warten. Die beste Taktik ist, möglichst lange warten und dir alle Blöcke merken vor dir. Oh, crap. Das geht nicht. Warte mal, ich war doch hier schon auf dem. Nein. Oh, ich bin aber auch auf der nächste. Ich kann nicht mehr als zwei gleichzeitig merken. Nee, das Junge, willst du mich verkackeiern? Ich war doch eben schon auf dem. Junge, können die nicht bleiben? Wenn du weiter oder länger wartest, damit sich mehr Blöcke aufbauen. Oh, ja, okay. Gewinn dir trotzdem. Oh, wer macht das Ding hier? Zack, wer macht das? Aufholjagd. Oh nee, ich bin gerade voll reingefallen. Jetzt verstehe ich das Prinzip, Tim. Jetzt check ich das. Ja, ich auch. Hä? Also, LOL! Achso, weil ich auf meinen gesprungen bin. LOL. Mein Gedächtnis ist wie ein Elefant! So, schreibt sich alles auf. Blöcke, warte mal. Shit. Da vorne. Ich hab vergessen zu springen. Der nächste Block. Alter, so wie bei Arctos früher. Riecht Tabaluga gerade. Ja, stimmt. Tabaluga. Der verrückte Alter. Hi, Smurf. Hi. Nein. Aber wieso bilden sich deine Blöcke schneller als meine? Warte mal, den hatte ich. Je länger man wartet, desto schneller bilden sich Blöcke. Das ist halt echt. Okay, aber dann macht es ja Sinn, dass ich die ganze Zeit. Ach so. Ja, die gehen halt weg, sobald du losspringst, ne? Das ist halt das Ding. Ach so. Ich sag ja, es ist wie bei Tabaluga früher. So riecht Tabaluga TV gerade. Das ist ja. Okay, warte mal, dann wird das ja voll smart, wenn ich jetzt einmal runtergefallen bin. Aber Stegi ist auch nicht weiter als ich. Das gibt mir noch Hoffnung. Fuck, Junge. Schon wieder letzter! Scheiße! Scheiße! Ich bin auch fünfter. Ich versteh's. Hauptsache besser als Stegi. Hey. Tabaluga, hör auf zu reden. Oh nein, ich bin kann ich noch 6 von 6. Mr. Morgame zerstört. Okay. Sind bereit? Es kommt wieder der Fappinator Mr. Morgame, Alter. Den ganzen Tag nur am Klicken bis auf Porno. Damit er seine Tokens da bekommt für Camps. Ich hab schon verkackt. Ja, der erste war aber auch tricky. Nein, Paluten führt. Paluten ist richtig schnell. Der kann das auch. Aber er sagt dafür auch gar nichts mehr. Ja, ich muss mich konzentrieren, Alter. Der hält die Luft an. Der Fertinator, der schlägt zu, ey. Und wird langsam. Oh, nee. Jetzt verklicke ich mich hier. Junge, Fall ist richtig am Masturbino. Gott. Junge. Ach, ficken, ey. Nein, verklickt! Verdammt! Der hat Soundeffekt, glaube ich. Abgefolgt von wenig. Nein! Mann, ich streng mich voll an und bin ganz hinten. That's what she said. Junge, Alter. Die liegen so behindert. Hallo, wird's klappt? Das sind bei allen die gleichen Kombinationen. Das heißt, es kann niemand Glück haben und ganz viele nebeneinander haben. Bei allen gleich. Digga, locker nur Glück. Hey, ich seh den gar nicht. Ja. Nein! Warum? Sag mal, lass du mich aus. Der Ton wird auch irgendwie immer drüber. Oh, nicht dein Ernst. Wie viel teuer ist das Ding? Das knapp! Verdammt, Alter. Nur 5 Unterschied. Krass. Mann, wie knapp! Wir gehen glaube ich, Gleichstand, oder? Was? Beide Erste. Ja! Und wieder nur 4 Picks. Wie viele Leute haben mitgespielt in der Runde? Ich bin halt Erster. Den. Gib mir die Runde. Nicht letzter, Leute. Das war's von dieser Runde.
Schaut auf jeden Fall auf Team Ole vorbei. Richtig geil, Alter. Die Runde davor, da waren noch ein paar Bugs drin. Jetzt aber alles gefixt, Leute. Nächste Runde werde ich dann Erster. Nächste Runde ist Masterbuild. Nee, checkt auf jeden Fall mal Timolia aus. Timolia. Timolia. Tim hat hier etwas sehr, sehr Schönes geschafft. Ich finde das echt cool. Ich mag's, Alter. Finde ich tatsächlich lustig. Aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit Stege spielen, Leute. Super sehr gewiss. Macht's gut, tschüss.